Hallo Leute, ich möchte mit euch heute darüber sprechen, wie ich dieses Bild hier gemacht habe. Und zum einen möchte ich euch ein bisschen was dazu erzählen, wie es überhaupt zu dieser Aufnahme kam. Ich möchte euch ein bisschen was zu den Vorbereitungen und der Kameraeinstellung sagen. Und zum Schluss gehen wir nochmal kurz in Lightroom rein, einfach nur mal gucken, wie das Resultat in der Bildbearbeitung aussah. Also ich möchte nicht das Bild mit euch bearbeiten, das würde einfach viel zu lange heute dauern, sondern einfach nur ein, zwei, drei Sachen, worauf ich geachtet habe und wie das Ergebnis dann eigentlich am Ende so zustande kam. Wie kam es jetzt zu dieser Aufnahme? Und zwar hatte ich hier gesessen, man sieht hier den Laptop. Das mache ich ganz gerne zwischendurch, einfach mal schönes Wetter, schöne Sonne hier oben und so weiter. Bildbearbeitung nicht unbedingt, weil da braucht man durchaus ein bisschen, ich sag mal, dunklere Umgebung, damit es nicht auf dem Display spiegelt und blendet und so weiter. Da macht es schon Sinn, aber wenn ich so normale Sachen bearbeite, dann setze ich mich halt gern auch mal hier einfach an den Esstisch und man genießt dann einfach so ein bisschen. Hier hinter uns sind so ein paar Büsche und Bäume und in diesen Bäumen sind auch Vogelnester und so Futterstellen mit drin, weil hier sind relativ viele Vögel, also von bis, hier sind Krähen, Elstern, alles mögliche, kreucht und fleucht hier so rum und hier sind halt auch ein paar Enten. Und ich habe mir dann gedacht, weil hier kleinere Vögel an dieser Futterstelle waren, komm, hol die 6D, 70-200er, setz dich hier mal in Ruhe hin, guck mal, ob was irgendwie Spannendes passiert und halt einfach mal drauf. Nur so just for fun, ohne irgendwie groß planen, sondern einfach nur mal so draufhalten. Und da habe ich gedacht, da draußen ist gerade ein bisschen mehr los und dann bin ich auf den Balkon gegangen, weil der Balkon geht hier sozusagen einmal, ja, so mehr oder weniger rund um das Haus und ich habe hier zwei Spots, das muss ich mal so ein bisschen abblenden. Ja, das sieht man hier, das ist hier einmal und hier einmal. Und da kann ich relativ gut, ja, quasi so ein bisschen die Umgebung beobachten und du kannst da relativ gut sehen, wo sind irgendwelche Vögel in der Gänge und so weiter. Und dann habe ich erstmal nur drauf gehalten, ein paar Krähen und dies und das, alles nichts, null spektakulär, hat einfach nur Spaß gemacht. Aber dann gab es den Moment, jetzt muss ich mich noch mal ein bisschen rumdrehen, ja, ich weiß nicht, ob man das von hier erkennen kann, muss ich noch mal abblenden. Und zwar hier hinten, da am Ende des Stalls, setzte eine Ente zum Flug an. Die watschelte da rum und man hat halt gesehen, so mit einem halben Auge, die wird gleich losfliegen. Und das passte halt, weil hier durch diese Schneise, die hier lang geht und durch die nicht so hohe Geschwindigkeit, weil sie gerade losgeflogen ist, war das halt tatsächlich der perfekte Moment. Und ich konnte sie dann ganz gut verfolgen. Und in dem Moment, wo ich abgedrückt habe, war es einfach, sagen wir mal in Anführungsstrichen, perfekt. Also es war halt genau passend, der Flügelschlag war super. Sie hat dann noch das Maul aufgemacht oder den Schnabel vielmehr, ja, weil sie gerade am Schnattern war und so. Und es war halt irgendwie in dem Moment einfach perfekt vom Moment her. So, und ich habe dann noch ein bisschen weitergemacht und habe dann noch ein bisschen geguckt, war aber auch nichts wirklich Brauchbares mehr dabei. Und dann habe ich gesagt, okay, Daddeldu, reicht. Und dann habe ich mir halt das Bild mal vorgenommen, ein bisschen näher angeguckt. Und ja, was soll ich sagen, es ist halt wirklich gut gelungen. Wie habe ich diese Kamera jetzt genau für dieses Bild eingestellt? Also in diesem konkreten Fall war es so, ich hatte ISO 100, ich hatte 200 mm Brennweite, ich hatte die Blende 2.8 und ich hatte ein 1/400 Verschlusszeit. Das bringt uns aber eigentlich nicht so wirklich weiter in dem Moment, weil es so ist, ich unterscheide bei den Szenarien, ob ich Einfluss habe oder nicht. Das heißt, wenn du in einer Situation bist, was du definitiv abschätzen kannst, wie es wahrscheinlich vom Resultat aussieht, das heißt also, dass du nicht große Veränderungen hast, dann empfehle ich dir auf jeden Fall immer manueller Modus. Ich mache es so, ich gucke mir die Situation an, ich fotografiere schon mal einfach so ein bisschen ins Blaue hinein, ich gucke mir die Situation an links, rechts, ich gucke da, wie wirkt sich das vielleicht in diesem Bereich aus und schaue, dass ich dann irgendwo genau den Wert finde, dass die Kamera halt voreingestellt ist. Du kannst natürlich den TV-Modus und den AV-Modus benutzen. Grundsätzlich ist es ja auch völlig okay, aber ich versuche es zu vermeiden mit dem Hintergrund, dass zum Beispiel die Ente ganz konkret helle, mittlere und dunkle Bereiche hat im Gefieder oder eben am gesamten Körper sozusagen. Und wenn ich dann jetzt zum Beispiel im Zeitvorwahl-Modus bin und sage, okay, ich will unbedingt ein 1/400 und ich dann auf ISO, sagen wir mal 400 gehe und die Blende auf 4 stelle und ich habe dann ungefähr eine ähnliche Belichtung, dann habe ich halt durchaus die Problematik, dass wenn ich eben, weil ich habe einen konkreten Fokuspunkt in der Mitte, der halt sehr gut funktioniert, und ich fokussiere dann die Ente nicht im Prinzip in dem mittleren Segment an, wo es dann wenig schlechte Auswirkungen gibt, sondern in einem dunklen Bereich. Dann würde die Kamera ja sagen, da ist dunkler und zieht mir im Prinzip
dann die Blende hoch und würde dann sagen, oder mache die Blende auf vielmehr und würde sagen von wegen, ja, so ist eine korrekte Belichtung. Und das Resultat ist, du stellst fest, oh, es ist ein bisschen überbelichtet. Wenn es andersrum ist, also das sozusagen ein bisschen unterbelichtet ist, nicht so ein Riesendrama, weil du kannst die Tiefen schon relativ gut in der Nachbearbeitung aufhellen. Aber wenn du dadurch ausgebrannte Bereiche bekommst, ist es immer ein bisschen schwierig. Und wir müssen gedanklich jetzt auch eigentlich weg von der Ente. Ja, weil da ist es so, da ist eigentlich drumherum nicht so viel. Da ist manueller Modus für mich zwar auch wichtig, aber ich sag mal, das ist noch nicht so krass von der Auswirkung. Wo es ein bisschen heftiger wird, weil du kannst ja diese technischen Dinge überall anwenden, ist halt, wenn du in anderen Bereichen bist, wo du viel größere Flächen hast, also viel mehr Unterschiede in den jeweiligen Helligkeiten, ja, oder in den dunklen Bereichen oder ähnliches, dann verlassen wir uns halt in diesen Modis eher auf die Entscheidung der Kamera und das kann gut gehen, muss aber nicht. Also versuchen zu vermeiden. Und ich hatte ja auch schon mal erwähnt, ich werde zum AV-Modus, TV-Modus oder eben zum Zeitvorgaben- und Blendenvorwahlmodus werde ich nochmal ein Video machen, wo ich die tatsächlich benutze und wo ich sie ganz interessant finde. Aber für solche Szenarien wie hier mache ich, wenn es denn möglich ist, und meistens ist es ja möglich, immer nochmal vorher ein Check-up, was wäre die vermeintlich optimalste Belichtung, damit ich mich nicht mehr um die Kamera kümmern muss, sondern dass ich mich auf das fokussieren kann, worum es mir eigentlich geht, was ich mit dieser wunderbaren Kiste hier festhalten will. Wir switchen jetzt mal rüber auf den Bildschirm und ich habe drei Themen. Das eine ist Freistellen, Weißabgleich und einfach noch einen Blick auf die gesamte Bildbearbeitung. Das hier ist die originale Aufnahme, also die Größe. Und mir geht es um das Thema Freistellen. Das ist das freigestellte Bild für Instagram. Und wenn ich jetzt mal hier in das Freistellungswerkzeug reingehe mit der Taste R, dann sieht man ganz klar, hier ist recht ordentlich freigestellt worden. Und die Botschaft ist, wenn ihr croppen müsst, dann croppt. Ich kann jeden verstehen, der sagt, ey, pass auf, Landschaft, ich will das schon mal so alles einstellen, dass ich nicht freistellen muss oder vielleicht nur ganz wenig oder ein bisschen begradigen. Ja klar, das würde ich genauso machen. Aber man hört auch ab und zu mal, ja, nee, und dann alte Kamera und Sensor, 20 Megapixel und dies und das ist nix und bla bla bla. Sorry, wenn ich es ein bisschen deutlich sage, das ist Humbug. Weil wenn wir jetzt hier mal reingucken, 20 Megapixel und ich zoome jetzt mal in das Bild hinein, dann sieht man hier ganz klar, das ist alles okay. Ja, du hast hier kein Problem mit irgendwelchen verpixelten Sachen oder irgendwie sowas. Also es ist kein Problem. Und von daher, wenn es gemacht werden muss, macht es. Ihr werdet es ja merken, wenn ihr zu viel reinballert, dann wird es pixelig. Klar, dann ist irgendwann auch Ende der Geschichte. Aber am Ende des Tages ist das hier überhaupt gar kein Problem. Ja? Also man muss sich nicht extra eine 60-Megapixel-Kamera kaufen, damit man endlich croppen kann. Das geht auch mit 20-Megapixel-Kameras. So, Weißabgleich. Ich mache es so, und das gehört eigentlich in den Bereich Voreinstellung, Vorbereitung auf das Shooting. Aber hier sieht man es nochmal ganz schön. Ich habe den Weißabgleich nicht angegriffen. Ich habe in der Kamera in der Voreinstellung auf wolkig gestellt. Das entspricht rund 6000 Kelvin. Und bei der Übertragung in Lightroom werden daraus dann 5950. Und das ist ein Punkt, auch das gucke ich mir vorher an. Wenn du in RAW fotografierst, ist es nicht so wild, weil du eben relativ gut nachkorrigieren kannst. Solltest du aber in Anführungsstrichen nur JPEG benutzen, dann macht es durchaus Sinn, vorher nochmal eben den Weißabgleich zu checken, weil bei den JPEGs geht es auch, aber in RAW geht es halt ein kleines bisschen besser. Werfen wir dann nochmal einen Blick auf die gesamte Aufnahme. Ihr seht, dass die Regler hier schon recht intensiv genutzt sind. Ja, also gerade in den Lichtern und Tiefen und so weiter ist da schon relativ viel los. Ansonsten bewegt sich das alles in einem recht humanen Bereich. Also da ist nichts irgendwie voll krass nach links minus 100 oder rechts plus 100 übertrieben. Auch die Gradationskurve ist alles noch irgendwo in einem relativ normalen Spielraum. Aber ich habe schon hier relativ viele Regler benutzt. Und was ich mache, worauf ich ein Stück weit achte, gehen wir mal hoch in den Bereich Sättigung, Dynamik. Ich benutze eher den Dynamikregler als den Sättigungsregler, weil einfach die Intensität der Dynamik nicht so krass ist wie die Intensität bei dem Thema Sättigung. Und ich korrigiere dann lieber im Bereich der Grundkalibrierung oder eben auch im HSL-Bereich nochmal nach, weil du da einfach ein bisschen im Detail gucken kannst, wie du letztendlich die einzelnen Parts für dich besser anpassen kannst.
Ansonsten Teiltonung benutze ich nicht ganz so häufig. Schärfen, ja, nachschärfen ist besser als von der Kamera zu schärfen. Ja, aber auch da habe ich die Schärfeinstellung nicht extrem rausgenommen. Also hier schärfe ich dann nochmal ein bisschen nach und dann ja, chromatische Aberration, Profilkorrektur und so ein bisschen das Übliche. Und das war's dann auch. Also wenn ihr da nochmal ein bisschen tiefer rein wollt, wenn ihr sagt, komm her, da kannst du nochmal ein bisschen mehr zu sagen, mach nochmal ein extra Video, gerne eben in die Kommentare rein oder einen Daumen hoch als Signal, dann weiß ich Bescheid. Und das waren die drei Themen, die mir nochmal zum Schluss ein Stück weit wichtig waren. Das soll es mit diesem Video gewesen sein, liebe Leute. Und für mich ist es halt so, ich finde es immer ganz schön, wenn man über solche Sachen nochmal spricht. Auch gerade die Themen, wie gehe ich mit der Kamera um und solche Dinge. Und gerade hier, weil es alles sehr spontan war, ja, ist es halt einfach nochmal, ja, wie ich finde, ein ganz cool und gelungenes Bild. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr sagt, hey, ich habe ein paar Anregungen oder Fragen oder Grundkommentare, in die Kommentare rein und gerne natürlich auch abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Es war mir wie immer eine Freude. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.